Schnitt. Ja, hallo ihr Lieben. Das ist Zack, der ist ein bisschen müde. Ich bin lichtscheu. Er ist lichtscheu, er ist ein Vampir. So, wir wollen heute... Dafür tickt er nicht richtig, wie man hier hört. Er tickt. Wir wollen heute über... Und Rad hat er auch ab. Das ist sein Rad. Wir wollen heute über unsere Tour reden. Was wir jetzt in den nächsten Tagen vorhaben. Nein, das lässt du stehen, Sepp. Er spielt mal wieder. So. Montag ist wieder ein besonderer Tag. Da hole ich etwas ab. Und was? Campingausrüstung. Und zusätzlich ein Stück Plane. Und eine LKW-Plane. Zum Abdecken. Der Kamera gucken. Ich kann die Kamera nicht mal sehen. Ich aber. Zum Abdecken. Er ist lichtscheu. Zum Abdecken mit Leuchtfarbe. In Orange, damit man es auch halten sieht. Zudem werden wir uns auch bemühen, Beleuchtung für Longboard zu bekommen, die man unten anbauen kann. Und eine andere Achse, dass du siehst, wo du hinfährst. Weniger, dass man selber gesehen wird, sondern wirklich primär, dass du siehst, wo du hinfährst, dass du zum Beispiel irgendwelche Schlaglöcher, Steine, die auf der Gasse liegen, irgendwelche Müll, da auf der Straße liegt. Also ich bin auch schon mal über Seil drüber gefahren, dass sich da eine Rolle gewickelt hat. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Was denn? Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir ein größeres Tier begegnen und es überfahren. Das habe ich für... Eier sind fertig. Hervorragend. Ich will keine Eier. Nee, ich will eine Sonnenbrille. Nein, ich will eine Schweizer Brille. Hast dich wieder erschrocken. Ja, Montag werde ich auch wegen dieser Achse das zum LKW-Bauer gehen. Denn das Problem ist, diese passen rauf. Theoretisch. Theoretisch, die passen da rauf. Gehören da rauf. Diese passen leider nicht rauf. Und das sind die ganz normalen Kugellager, die wir gebraucht haben für jede andere Achse. Und deswegen muss das so ein halber Millimeter abgedreht werden. Was wirklich sehr wichtig ist. Und weil wir wahrscheinlich nur die Standard-Innendurchmesserlager kriegen und nicht diese. Richtig. Die gibt es zwar im Industriebedarf auch, aber es ist schwerer zu bekommen, glaub, und sie laufen nicht ganz so gut. Ein Zentimeter Innendurchmesser ist Standard für Skateboards, weil die Achsen auch alle die gleiche Größe haben. Ja, ein Millimeter wäre ja auch ein bisschen dünn. Ja, ich habe mich verbabbelt. Mein Gehirn schmilzt gerade. Das sind so viele Photonen, damit kann ich nicht umgehen. Ist egal. Ich werde ein wenig nach hinten geschoben, allein durch den Strahlungsdruck. So, und was wir auch heute noch machen werden, ganz kurz, über Instagram. Aua. Für Instagram? Ja, das machen wir dann noch bei Instagram gleich. Okay. Du kriegst dafür schon mal ein schönes Wörterbuch. Aha. In den Händen? Oh ja, damit kann ich ihm Englisch beibringen. Oder es zumindest versuchen. Man wäre wahrscheinlich kläglich scheitern. Du brauchst dieses Wörterbuch, aha, um einen amerikanischen Komponisten anzuschreiben. Wieso brauche ich dieses Wörterbuch? Circa 700 einfache Wörter und Wendungen aus dem Alltagsleben eines Kindes. Aua. Das kann ich wehgetan haben. Ich habe extra nur auf den Dings gehauen. Oh ja, das ist zu anspruchsvoll für dich. Ich sehe schon. Komm. Marco, es wird ein Chinesen kommen. Du könntest kein Wort mit denen unterhalten. Da müsste ich dolmetschen. Jo. Und ich glaube, Chinesisch ist etwas schwerer Teil oder Indonesisch als diese komische Sprache, die keiner aussprechen kann. Ja, du hattest aber wenigstens eine Anwendung. Das ist ja nur theoretisches Wissen. Was? Englisch? Ja. Ja. Englisch braucht kein Mensch. Außer den Briten. Ja. Und den Amis, die brauchen es. Ich bin immer noch dafür, dass Thailändisch Weltsprache wird. Alle Sprachen werden abgeschafft. Können wir nicht wenigstens einen ausmachen? Nein. Die Erleuchtung ist wichtig. Können wir doch tagsüber drehen, brauchen wir nicht so viel Leuchtung. Beleuchtung. Da hast du Sonne. Ja. Und Wärme. Juckt mir nicht mal, wenn es draußen dampft, weil es nichts fährt. Oder so ein Big Boy. Klar. Wo soll denn der fahren? Durch die Hecke.
Du auch. Hast du schon mal amerikanische Schienen gesehen? Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, wir sind hier in Deutschland zum Glück. Das ist doch bitte nicht Amerika. Nein. Das wäre exorbitant gefährlich. Da würde ich mich auch weigern. Schöne Stromleitung. Brücken, die abbrennen, weil sie aus Holz gebaut sind, das mit Pech imprägniert wurde. Bäume, die kochen. Weil man Stromleitungen dran gelegt hat, warum auch immer, keine Ahnung. Dampflokomotiven, die jeden Augenblick zerknallen können. Trafos, die Feuer fangen oder explodieren. In den USA explodiert alles. Aber noch ist da keine Atomrakete explodiert. Zum Glück. Kommt gleich noch. Würde ich mir auch keine Sorgen machen. Eher explodiert der Knallsatz, hast du höchstens schmutzige Bombe, aber keine richtige Atomexplosion. Ja. Dafür brauchst du Timing, dafür mussten die Sprengladungen für die überkritische Masse genau abgestimmt werden. Das kriegst du nicht durch Zufall hin. Ja, jedenfalls, wenn wir garantiert nicht in ein Land fahren, wo irgendwelche YouTuber, die sich mit Lost Places beschäftigen, mal so eben in einem Atomkraftwerk rumlaufen, das zwar abgeschaltet ist, wo allerdings immer noch genug Radioaktivität im Abklingbecken vorhanden ist, dass eine ständige Kühlung vonnöten ist. Und da einfach keinerlei, keine Form von Bewachung vorliegt. Ja, und ein zweites Atomkraftwerk haben wir auch reingeguckt. Ja, da sind sie einfach mal im Reaktordruckbelt da rumgelaufen. Ja. Okay, wird rückgebaut, aber sollte man trotzdem auch nicht unbedingt so einfach reinkommen. Also Leute, das ist wirklich gefährlich. Ich meine, ihr seid sowieso schon paranoid. Denkt's mal so. Terrorist könnte da reingehen, könnte sich angucken, wie das Kraftwerk aufgebaut ist und könnte sich in einem noch aktiven Kraftwerk desselben Bautypus austoben. Ja. Möglich. Könnte das in Leben nehmen. Genau. Kommt drauf, was existiert ja noch. Ja, Dummy. Dummy-Kraftwerk. Ja. Soll ich es machen? Oh, ich bin völlig hilflos. Etwas gefährlich würde. Ja, dieses... Nein, ist mir unheimlich. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die Welt untergehen wird, weil sie irgendwie von einem Asteroiden getroffen wird oder Yellowstone hochgeht oder sonst irgendwas passiert. Die Amis werden es irgendwie schaffen, dieses alles Leben auszulöschen. Durch eine Kombination aus Waffenvernarrtheit und exorbitanter Dummheit und Leichtsinn. Genau. Und so ein Land wollen wir auch keine Opportunität machen. Ja. Ich erinnere daran, die Amerikaner vermissen mehrere Kernwaffen, als im Forschungsreaktor Jülich ein paar Graphitkugeln verloren gegangen sind oder verschwunden sind, die noch nicht mal strahlen, sondern einfach nur Kohlenstoff sind und als Moderator für den Kugelhaufenversuchsreaktor dienten, flogen gleich in der Chefriege und in der Verwaltungsriege Köpfe. Und das war ein Riesenpolitikum. Ja. Das ist im Prinzip bessere Grillkohle gewesen. Aber allein die Tatsache, dass jemand auf das Gelände vordringen und irgendwie diese Kugeln verschwinden konnten, war schon ein Breach genug, dass man gesagt hat, Leute, so geht das nicht weiter. Ja, und so ein Land waren wir auch für die Kellerputschung. Nee, wirklich nicht. Also ich habe dieses Video gesehen, habe echt überlegt, ob ich mir einen Atombunker baue. Einfach nur so. So. Wir haben heute Abend mit Leon TV kurz geskypt. Die wolle eine Tour machen nach Belgien mit dem Tourenrad. Ja, wir würden uns mit denen auf jeden Fall nochmal zusammentun und ein bisschen Feintuning machen und ein bisschen besser das nochmal besprechen. Auch im Hinblick darauf, wann und wie und was man alles mitnimmt und wie man das aufteilt. Ich wundert, warum ich gerade blinzele wie ein Bekiffter auf Speed. Es ist einfach nur irre hell. Die Augen zu machen, sehe ich genau das LED-Muster der Scheinwerfer. Ich nicht. Auf Netzhaut. Du bist ja auch kein lebender Neutrino-Detektor. Ja. Wir haben nur 32 Grad Körpertemperatur. Durchschnittlich. Verlierer. Ich glaube, unsere beide Organismen funktionieren nicht so. Organismen funktionieren beide nicht so hundertprozentig, wie sie sollen. Wir funktionieren wie eine Orgel. Wieso wie eine Orgel? Eine Orgel ist tot. Ja. Wenn Luft reingeblasen wird, ist sie lebendig. Ja. Und die Temperatur wird in der Orgel niedriger, wenn der Luft reingeblasen. Stimmt, also bist du eine Orgel? Nee, ich bin ein Reptil. Ich heize mich auf. Du heizst dich nicht auf. Ich heize mich doch auf. Aber ich werde nicht Geld da, wenn ich atme. Das ist Blödsinn. Wer weiß. Was auch immer. Wenn man dich jetzt auf den Jupitermond aussetzen würde, dann würdest du nach einem Luftzug ziemlich abkühlen, würde ich sagen. Ja, da hätte ich aber auch andere Probleme als Abkühlung, Vakuum, Strahlung. Minus 220 Grad würden wir schon vorher killen. Ja, du wirst also doch abkühlen. Auf jeden Fall. Sag ich doch.
Final. Sehr viel. Ah, dafür würdest du 4 Millionen von Jahren erhalten. Super. Wenn ich Pech habe, mich ein kleines Stein trifft, fliege ich 1000 Teile auseinander und kreise als winzig kleiner Ring aus Weltraumschrott um einen Jupitermond. So hatte ich mir die Ewigkeit nicht vorgestellt. Aber wiederum könntest du in irgendwelchen Milliarden von Jahren auf einen gerade fertigen Planeten runterkommen, so fein gerieselt, in Staub gebunden und da als Ursuppe. Könnte rein theoretisch als Begründung oder als Initialzündung, als Panspermie eine neue Evolution hervorbringen. Das könnte aber theoretisch das ein anderes sein. Thema werden. Ja, wir schweifen schon wieder total ab. Das können wir ja hervorragend. Das ist fantastisch. Ja, aber das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Wir werden ein zweites Format starten, wo wir uns in abgeschwächter Form mit MINT-Themen, also Mathematik, Ingenieur und Naturwissenschaften, auseinandersetzen werden. Und zwar in einer Form, die auch der Normalverbraucher versteht. Ich schwör's. Ich auch. Wer welche Rolle spielt, wird noch nicht verraten. Ich bin wahrscheinlich wieder der Hans Wurst der Verein. Das wird immer so bei mir. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird das sehr interessant werden. Sepp hat schon den Vorspann gesehen. Mhm. Wir werden es noch nicht ganz bekannt geben. Wir werden die erste Folge, wenn er nächstes Mal hier ist, in 14 Tagen abdrehen. Ich weiß auch noch nicht, was wir machen wollen. Noch nicht so hundertprozentig. Ich ja. Ich kriege dank WhatsApp, das nicht mehr gescheit funktioniert, noch die Hälfte seiner Nachrichten. Ich auch nur noch. Warum? Ohne Ton. Mal habe ich Ton von WhatsApp, mal habe ich keinen Ton von WhatsApp. Ach, bei dir auch? Ja. Ach, du kannst manchmal auch aufnehmen und manchmal nicht? Ja. Manchmal höre ich was, dass Nachrichten kommt, manchmal höre ich nicht. Auch nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, mein Mikro ist kaputt, aber irgendwie, wenn jemand mich anruft, die Sprechweite ist hervorragend, also funktioniert das Mikro. Ja. Aber irgendwie kann WhatsApp nicht drauf zugreifen. Ich weiß es. Ich kapiere es nicht. Dieses Programm ist mir ein Rätsel. Ja auch. Jo. Das Handy. Das ist unbekannt gewesen. Aber wirklich. Wie ihr draußen sehen, das Wetter ist fantastisch. Wie immer, geht raus. Wir waren heute schon draußen und nutzt es. Es wird immer besser. Es ist endlich wieder Frühling. Man kann endlich wieder draußen baden. Die Vögel singen. Es kommt nicht mehr allzu viel Wasser von oben runter. Von unten gibt es genug Wasser. Ja, von unten gibt es genug Wasser, aber das Wasser von unten stört mich nicht. Das Wasser von oben ist das, was mich stört. Beziehungsweise mich nicht, aber mein Setup. Deck quillt auf, Lager fangen an zu rosten. Schenkelten stoßen. Das ist Driss. Eisberg auch. Und das ist nicht gut. Nee. Also wie immer, geht raus, macht etwas und vor allen Dingen, guckt nicht so viel YouTube. Das tut eure Augen nicht gut. Das regt ja irgendwann auch so wie ich, so viereckige Halo-Erscheinungen auf der Netzhaut. Genau. Das ist nicht angenehm. Also